gestehen, das sieht vertraut aus. Da können wir auch weiter lang gehen. Okay, das war nur eine Düne. Das sah wie ein Gebirge aus. Ja, ich guck nicht richtig. Ich guck nicht richtig hin. Naja, aber irgendwann werden wir schon ankommen. Da haben wir uns jetzt in der Wüste verlaufen. Ja, Vater Morganas. Ich sah schon das heimatliche Gebirge. Schon zu lange hier rum. Ich habe die Orientierung verloren, wo wir sind. Ist das noch die eine Wüste oder ist das schon die nächste? Ist das noch dasselbe Sumpfgebiet? Da sind wir schon ganz woanders gelandet. Ach je. Schon wieder Nacht. Ich könnte eigentlich mal in solchen Parts mal Themen anschneiden, mal über Sachen reden, mal Geschichten erzählen, aber ich muss euch ehrlich sagen, ganz ehrlich, ich werde hier von Skeletts angegriffen. Aber ja. Schlafen kann ich wahrscheinlich nicht, ist kein Monster, ist ein Monster in der Nähe. Kann ich das? Puh, kann ich. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, es gibt momentan recht wenig, was ich erzählen kann. Es ist in meinem Leben nicht viel los. Ich bin so ein einsamer Let's Player. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Ich bin kein Gronk, der. Ups. Beim Wort Gronk bin ich hier. Habe ich Schaden bekommen. Ja, kleine Sünden werden hier sofort bestraft. Die Worte ich und Gronk in einem Satz. Das muss bestraft werden. Ja, aber mit dem Zusammenhang ich bin kein. Geht das? Mit bin kein. Dazwischen geht's ja. Ja, ich bin kein Gronk, der. Abenteuer erlebt, über seine große Reichweite auch irgendwie damit Sachen reingezogen wird, da Aktion macht, die sonderlich wo hier in Japan ist, wo er nicht Welt reist und Sachen erlebt. Ich bin kein Gronk, der darüber erzählen kann, dass er im M&M-Laden in London gefrustet hat. Das ist, ja. Was soll ich sagen? Da ist wieder eine Wüste. Ich laufe in die falsche Richtung. Bei mir gibt es keine Panikmomente, keine Best-of-Geschichten, das ist, da muss ich euch leider enttäuschen, das ist, ja,
Da will ich jetzt komisch nicht mit einnehmen in das, was ich jetzt sage, aber ja, oft auch bei vielen YouTubern ist es so, die stellen sich immer gerne da, die sagen gerne, ja, mein wundervolles Leben, mein Spitzenleben, mir geht's so super, also, ja, mir geht's auch super, mir geht's auch toll, also mir geht's nicht schlecht, aber wisst ihr, was ich meine? Denn die leben so da, ja, jeder Tag ist spannend, alles ist super, alles ist toll. Ich erlebe hier Abenteuer, reise durch die Welt, mache ganz viele Sachen. Auch wenn man auf Instagram-Profile, generell Instagram-Profile, wenn man da sich das mal anguckt, das ist, könnte man denken, die Welt ist ein großes Abenteuer. Aber ja, da muss ich mich enttäuschen. Dass die Welt ist nicht immer ein Abenteuer. Klar ist es, klar gibt es viele Sachen, die sind ein Abenteuer. Das ist, man kann auch Abenteuer im Alltag erleben. Es gibt viele gute und schöne Sachen, die man und spannende Sachen, die man und die auch ich erlebe, die jeder erleben kann. Aber die Welt ist kein ein Däner mit seinem Coke-TV durch die Welt reisen und mit seiner Managerin sonst wohin aufbrechen und die Welt besiegeln. Das ist Otto Normalverbraucher, ja. Ach, diese scheiß Wüste. Ich treffe immer wieder auf diese scheiß Wüste und komme dann doch nicht raus. Ich will diese scheiß Wüste nicht mehr sehen. Und das ist kein Gebirge, das ist eine Düne. Diese scheiß Wüste. Diese verdammte Wüste und dieses scheiß Sumpfbiom. Ich sumpfe hier vor mich hin. Meine Fresse. Das kann man mit keinem Timelapse mehr gut machen. So einen Sumpfpass draus machen. Es passiert nichts im Part. Es tut mir wirklich leid. Es ist halt Minecraft. Manchmal passieren halt großartige Sachen und holla die Schlucht. Kommen wir da sicher runter? Können wir die mal erkunden? Der Schlucht. Irgendwo Wasser, das da runter springen kann. Da drüben ist ein Wasserfall. Na komm, da will ich jetzt rein. Obwohl ich da unten bestimmt nichts finden werde. Da muss ich rein. Und bin das auch schon jetzt im nächsten Part mit drin. Wahrscheinlich ist es im selben Part noch mit drin, aber ihr wisst, was ich meine. Auch wenn es den Part nicht gerade verbessert. Das muss jetzt mal sein. So, den Sand weg. So, ich für meinen eigenen Wasserstrom. So. Machen wir blub blub nach unten. Ja, der Wasserlüft. So muss es sein. So, Diamantschwert habe ich mit dabei. Ich habe keine Spitzhacke. Oh Mann. Stein habe ich, Stein. Ich muss das Eisen mitnehmen. Nein, nicht die Diamantspitzhacke weg. Nicht das Diamantschwert wegwerfen. Böse. Nice. Sieht aber gut aus hier, die Schlucht. Werkbank habe ich dabei. Ich versuche heute jetzt einfach nicht mehr. Oh, Leder habe ich auch. Versuche nicht mehr zurückzufinden. Werden wir schon irgendwie. Da kommt jetzt erstmal hier in die Höhle. Spitzhacke. Stein. Okay, Holzspitzhacke. Damit holen wir uns erstmal ein bisschen Stein. Zack. 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 Eine kleine Steinspitzhacke. Dann brauchen wir zumindest. Ui. Willst du die Werkbank? Zack. So. Steinspitzhacke.
Da fehlt mir ein Stick. Also super. Noch ein bisschen Steine, können wir uns noch eine zweite craften. Dann nehmen wir uns ein bisschen Eisen mit. So, das klingt doch nach einem Plan. Na, Holzspitzhacke können wir recht wenig machen. Werfen wir weg. Können wir lieber loswerden. So, zack, in den Strom. Fließt weg. Steinspitzhacke. Ja, mit dem Eisen. Ja, ein Herz. Das ist gut. Habe ich mir auch gewünscht. Also wenn ich mir dann mal gerade nicht die, ja, sag schon, die Früchte fürs Anbauen gewünscht habe, habe ich mir Eisen gewünscht. Das brauche ich doch gerade. Die Holzspitzhacke lassen wir los. Eisen. Da oben ist noch mehr Eisen. Gib her. Zack. Die Schlucht hat Eisen für mich. 7 Eisen haben wir schon. Na, das kann ja nicht schaden. Können wir zu Hause in den Ofen legen. Wenn wir es denn mal bis nach Hause schaffen. Ich meinte, das dürfte mit einer Rüstung und mit einem Diamantschwert nicht schwer werden. Oh, dann geht's ins Dunkle. In der Höhle, unter Erde, unter der Erde, unterirdisch. 13 Eisen. Na, das lohnt's doch. Das sieht gefährlich aus. Natürlich gehen wir dahin. Ist da jemand zu Hause? Das sieht schlimm aus. Eine Fackel habe ich dabei. Nee, da ist nicht viel los. Kohle haben wir da oben scheinbar. Ja, aber ein bisschen Eisen konnten wir kriegen hier. Ist doch nicht schlecht. Ja, da ist noch mehr Eisen. Das hole ich mir. Nach oben mit mir. Eisen. Eisen. Da an der Wand ist ganz viel Eisen. Da müssen wir nur irgendwie lang kommen. Ist natürlich eine gefährliche Sache da oben. Sich da lang zu hangeln. Hier sind noch verschiedene Steine. Sollten wir ganz vorsichtig sein, bevor wir hier auf hartem Stein landen und unser Zeug verlieren. Von oben herunterfallen. Das Leben verlieren. Davon habe ich geredet. Naja, wird auch Nacht. Und hier unten sind wir ungeschützt. Da kommen die ganzen Monster runter. Zack, also einmal schlafen. In der Schlucht. Lassen wir das Eisen sein. Wir haben ja schon 13 Stück. Bin ich abergläubisch. Und wir nehmen das mit. Finden wir mal zurück nach Hause, dann können wir das mal verwenden. So, diesmal geht es hier hoch. Oh, ich bin ziemlich ausgehungert. Ich sollte mal was essen, ich habe ja genug was dabei. Oh, hier nicht sterben. Na komm. Und Wasser lüft nach oben. Trinken tun wir auch nicht, weil wir mal wieder rauskommen. Na komm, nach oben mit dir. Ganz nach oben. Also ich hoffe, das hört hier nicht auf und ich falle dann runter. Wow, jetzt bin ich schon verdammt weit oben. Aber nicht weit genug oben. Es kann noch in den Eimer gehen. Wenn ich von hier aus runterfalle, das wäre recht beschissen. In welchem Instant tut.
gehabt, wenn man es so ausdrücken will. Kann man so sagen. Ich grabe mich jetzt hier ein bisschen rein, aber ich hoffe, da oben wieder ein Tageslicht zu stoßen. Ich komme ja schließlich aus dem Boden dann raus. Oder? Ich sehe nichts, eine Fackel hier mal hinmachen. Boah, das Inventar ist wirklich schon voll. Das müssen wir mal wirklich zurückbringen. Würde es zwar nicht schaden, wenn wir hier mal noch ein bisschen was an Früchten bekommen, aber okay. Spitzhack hält es nicht mehr lange. Bitte lass uns mal hochkommen. Ich will mich jetzt hier wirklich nicht irgendwo eingraben. Und in der Mine landen, was ich vermutlich gerade tue. Bin dann hier unter einem riesigen Gebirge. Grab mich eigentlich nur weiter rein. Ja, klar, hier, da geht's weiter. Das ist nicht gut. Dann nehmen wir den anderen Weg raus. So hier runter. Zack, 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 zack. Langsam. So, zack. Nehme ich den Weg da hoch, da sind wir hierher gekommen. Da geht es ganz sicher hoch. Haben wir ein hübsches Wegchen hier gegraben. Sand. Haben wir noch nicht genug von. Können wir eigentlich nicht genug haben. Glas brauchen wir immer. So, hier den Strom hoch. Ach ja, essen wollte ich ja. Ich verhungere hier noch. Hui, hier nicht wieder zurückgespielt werden. Zuckerrohr kann ich das eigentlich auch essen. So, 5 Fleisch. Zack, 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 zack. So, wieder ein bisschen Regeneration. An Herzen. Ich nehme den letzten Parts auch irgendwie immer so auf, dass ich immer zwischendrin Aufnahmepausen mache und dass ich halt irgendwie ein bisschen, gerade hier die Wanderparts, dass ich auch nicht weiß, wann ein Part anfängt und ein Part aufhört. Es hält einfach drauf, muss man so ein bisschen, ja, meistens doch fast einen Part zusammen. Oh, ich ertrinke. Ja, und dann hier wieder hoch. Muss ich dich? Es ist ein hoher Berg, da muss ich hoch. Mal wieder in die Luft. Wie hoch war denn der Berg? Wie hoch sind wir denn da? Runter, runter ging es ja ein bisschen schneller, aber oh, angekommen. Na, nein, nicht fallen. Wo sind wir denn hier? Nein. Vorsichtig. Ich weiß nicht mehr, wo wir sind. Müssen wir mal von draußen gucken, wo wir denn sind. Wenn wir uns hier mal einfach mal einbauen.
Okay, hier haben wir einen Vorhang hier irgendwo. Hier können wir uns eigentlich, finden wir uns eigentlich sehr gut einbauen. Ja. Verdammt. Sie ist auch nicht. Wo bist du, Zwergi? Noch ganz weit unten. Und gleich tot. Meine Fresse. Achso, nehmen wir mal den linken Strahl hier. Ich glaube, das ist der bessere. Ist nach oben. Geht das nicht ein bisschen schneller? Nach oben ist es ein bisschen blöd. So ein bisschen raus, dass er atmen kann. Ja, so sieht es auch für euch besser aus. Wo wir noch, wo wir oben sind. Ja, da waren wir auf ihrem Platz. Da war nur diese eine Stelle, wo das Wasser rausgefahren ist. Der war nicht hochgekommen. So. Hier, einen kleinen Tümpel. Nein, nicht runter. Nein, nicht. Nein, nicht. Verdammt. So, hier raus. Boah, wieder oben. Also, ich glaube, das ist ein guter Anlass, mal eine Aufnahmepause zu machen. Ich werde vielleicht auch offscreen mal ein bisschen weiter rennen hier. Mal schauen, dass ich ein bisschen Land gewinne. Kann nicht sein, dass wir hier ewig Parts aufnehmen und hier immer im Sumpf rumirren. Dass ihr auch mal ein bisschen was seht. Das soll nicht der Sinn des Let's Plays sein. Das war hier Wandern und Wandern und Wandern und Wandern. Parts für Parts. Und na dann. Dann sehen wir uns in diesem Part oder im nächsten Part, je nachdem wie es ist. Ich mache die Pause, wenn wir oben sind, falls wir oben ankommen. Auf dem Gebirge hier, oder was auch immer, das ist eher eine Hügel, eine weitere Landschaft hier. Na den. Die Scheißwüste schon wieder. Ach, ich hab sie vermisst. Die Scheißwüste. Na dann, kleine Aufnahmepause. Ihr kennt's bereits. Wir sehen uns gleich oder wir sehen uns irgendwann. Bis dahin. Haut rein. Ja, wir haben ein bisschen zurück zum Überleben. Dabei, ach du Scheiße, ein Küper. Und ich bin offscreen mal ein bisschen gewandert und bin jetzt, glaube ich, an einem Punkt angekommen, wo ich nach Hause komme. Bleib du da hinten. Verpiss dich. Hau ab, hau ab. Ach, verdammt. Beginnt der schön, der Part. Ein tiefes Loch hat er gerissen. Ne, tief ist das nicht, aber gut. Und ich würde mal sagen, erklimmen wir mal diesen Berg. Und vielleicht ist da oben hier etwas, das weiter nach Hause führt. So sieht's aus. Hinauf da. Ich glaube, da ein Örtchen zu finden, der schon näher dran ist. Ja, ich habe schon geguckt. Ja, ich gebe es zu. Aber ihr habt es noch nicht gesehen, deshalb Überraschung. Ihr könnt es euch bestimmt jetzt denken. Na, schaut mal, was da oben auf dem Berg ist. Ein Schneegipfel. Wo wir hier angekommen sind. Ich musste tatsächlich gar nicht lange laufen. Ich war auch schon ungefähr in der Nähe. Direkt hinter der Wüste liegt das Gebirge. Da hinten kann man es vielleicht schon ein wenig erahnen. Auf dem Gebirge, auf der Spitze da oben. Ja, die Kamera zeigt das mal ein bisschen schlechter, als es wirklich im Spiel ist. Und weiß auch nicht warum. Schaf. Dach. Was grast du denn hier? Das ist alles voll Schnee. Gibt's gar nichts zu grasen. Hier ist nur Stein und kalter Schnee. So, kommt euch dieses Gebiet hier bekannt vor?
dieser Pass hier, wo ich gerade lang laufe. Leuten, die seit Anfang des Projekts dabei sind, denen dürfte das hier bekannt vorkommen. Glaube ich zumindest. Oder habe ich mich geirrt? Sind wir hier falsch? Habe ich hier was Falsches gesehen, als ich hochgekrabbelt bin? Dann sind wir an einem ganz anderen Ort. Ja, ich fürchte, das sind wir. Aber vielleicht kommen wir auch nach Hause über den Weg. Ich kann es euch verraten, was ich hier dachte zu finden. Vielleicht finden wir es auch jetzt, vielleicht ist es in der anderen Richtung. Sieht eigentlich ziemlich ähnlich aus. Ich dachte, ja, das hier, das dachte ich, finde ich. Mein erstes Haus, mein erstes Dirthaus, da seht ihr es. Hier ist es. Mein Dirt-Tricks-Haus. Mein Bett. Nice, habe ich hier noch was in der Truhe? Ich habe tatsächlich was in der Truhe. Ach, naja, nicht viel. Birkenholz. Truhe. Okay, in der Truhe ist da, ist in der Truhe was drin. Wir haben keinen Platz mehr im Inventar. Da ist nichts drin. Schade. Bauen was ab. So. Und dann würde ich mal sagen, ja, statten wir dem Schrein einen kleinen Besuch ab. Ja. Wenn wir schon mal hier sind. Zack. Ja. Ruhe und Frieden, Klaus, das Huhn. Dann wird die nicht vergessen. Klaus, der Erste. Und hier geht's runter in die Höhle. Ja, ich habe letztens das Best-of geschnitten. Best-of Minecraft Armor Part 0 bis 30. Und da habe ich auch gesehen hier. Dieses Loch, das habe ich nie zugebaut. Vielleicht sollten wir es jetzt mal machen. Das habe ich einfach vergessen. Da kann man runterfallen. Das ist eine miese Falle. Das kann schlimm sein, wenn man da an einen falschen Punkt ankommt. Und hier so zum Beispiel langläuft, dann wäre man bis runter in die Höhle. Die Höhle können wir auch mal zu bauen hier. Nicht, dass da irgendwann mal was Neues spawnt. Achso, haben wir schon. Ja gut. Dann lassen wir es so. Und ich schätze mal, in dieser Richtung müsste dann auch unser Gebirge sein, unser neues. Unsere Heimat. Oder was ist das für ein Gebirge hier? Das Dorf am Arsch der Welt. Das müsste doch nicht weit sein von hier. Wir gehen mal den bekannten Weg hier. Den Weg von oben hinab. Aber irgendein Stein, der Sand, haben wir jede Menge jetzt dabei. Ich wollte fragen, ob man einen Weg hier schon bauen könnte, der hinunterführt. Vielleicht der Art und Weise. Ja, so geht's hier. Da kommt man runter. Das ist doch gut. Kann man den mal hier markieren? Den Weg. So. Dass das ersichtlich ist, wo es lang geht. So mit Stein. Gibt's einen kleinen Bruchsteinweg. Ja. Ich denke, das passt hier. So, ich habe keinen Bruchstein mehr. Ja, so viel dazu. Meine Spitzhacke ist auch fast im Eimer. Hier haben wir Stein. Können wir ein bisschen was abgraben. Solange die Spitzhacke noch reicht. Um den Weg nach oben zu bauen. Na. So, hier noch ein bisschen Bruchstein. Das ist recht, da ist die Bruchhacke zerspitzt. Ja, Spitzhacke zerbrochen. So und so, zack. Sieht zwar von unten vielleicht nicht ganz so schön aus, aber man weiß, wo man lang muss. Zack.
Zack. Hier ist man eigentlich schon oben angekommen, da muss man das nicht mehr so machen. Bauen wir es ab. Und dann haben wir hier zumindest einen kleinen Hinweisweg. So, hier die Treppe, die Steintreppe. Zack, 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 zack. Da geht's runter. Da ist es sicher. Oha, naja. Halbwegs sicher. Wenn man aufpasst. Ja, hier wird es ein bisschen katastrophal, aber es geht. Man kommt runter ohne Schaden. So, Spitzhacke brauchen wir auch gerade nicht. Und wir gehen hier einfach den altbekannten Pfad lang. Da sind wir schon oft lang gelaufen. Ich habe doch Futter mit. Wo ich jetzt hier gerade sehe. Mein Nahrungsbalken ist fast leer. Dann nehmen wir doch mal das hier. Ein bisschen Energie bekommen. Nein, nicht wegwerfen. Das brauchst du noch. Und dann hier die Treppe hoch. Die Erztreppe. Schauen wir mal, dass wir ankommen. Und es wird schon Nacht. Ja, ist ja klar. Die Tage in Minecraft. Kennen wir schon. Dann wissen wir schon, wie es läuft. Und noch eine Wüste. Ach, das ist dann die zweite Wüste, die dann Richtung Wohnung läuft. Dahinter ist dann der See und das Dorf am Arsch der Welt. Puh, also runter da. Haben wir hier zwei Wüsten. Okay, da weiß ich, wo ich bin. Machen wir hier mal die Nacht durch die Wüste laufen in der Nacht. Das ist noch nie eine gute Idee gewesen, aber dann machen wir heute mal jetzt zum Ozean. Da sehe ich ihn schon fast. Hier ist wieder ein Waldbiom, aber wenn wir da lang gehen, dürfen wir doch irgendwann mal ankommen. Doch, das war eine saublöde Idee hier in der Nacht durch die Wüste zu laufen. Das war eine saublöde Idee. Na komm, stirb Kartoffel. So, zum Mehlfleisch können wir nicht gebrauchen. Können wir das wieder wegwerfen. Ich glaube, ich lege mich hier mal schlafen und dann können wir am Tage weiterlaufen. Das ist, glaube ich, das Beste. Zack, schlaf mal ein bisschen, Zwergi. So, ist wieder Tag in der Wüste. Das ist dann, glaube ich, angenehmer hier. In der Wüste sind erstaunlich viele Monster. Das denkt man ja nicht. Was haben wir hier? Ist das ein Palast oder was? Nee, nur ein Gebirge mit ein bisschen Sandstein. Wie ich sehe. Da muss doch irgendwo das Ende der Welt sein. Eine Höhle. Ich bin mal gespannt und gehe hier runter. Ist wahrscheinlich wahnsinnig bekloppt, aber eine Fackel habe ich mit dabei. Sollte man vielleicht nicht unbedingt machen. Wow. Da geht es wirklich weiter. Vorsichtig, wo wir hintreten. Oha, nein, scheiße. Raus hier. Das ist ein tragischer Fehler, hier reinzugehen. Es wird bewacht, das Grab. Da sollte man nicht ohne Rüstung reinrennen. Nein, das ist ein Fehler. Das wäre bescheuert.
Episode gehen wir weiter.